Der Bundeswirtschaftsminister steht gehörig unter Druck. Der Vorwurf: Vetternwirtschaft. Im Bundeswirtschaftsministerium soll es auffällig viele familiäre Konstellationen geben, sprich anstelle mit einer privaten Verbindung zu dem Minister. Besonders im Fokus dabei ein Staatssekretär. Die Opposition ist alarmiert, spricht von mafiösen Tendenzen im grünen Ministerium. Die Postenbesetzung soll nun geprüft und gegebenenfalls neu aufgesetzt werden. Dies teilt das Ministerium mit. Die Opposition macht aus einer Mücke einen Elefanten, heißt es von den Ampelparteien. Doch die wittert mafiöse Clanstrukturen im Bundeswirtschaftsministerium. Die CDU teilt ordentlich aus. Das ist Familia Nostra in der Bundesregierung, die Sie da leben. Das ist grüner Filz in diesem Ministerium und der schadet dem Land. Es ist nicht die grüne Parteizentrale, Herr Habeck. Grund für den Ärger sind die familiären Verflechtungen wichtiger Mitarbeiter im Habeck-Ministerium. Staatssekretär Patrick Greichen hat Bruder und Schwester im Öko-Institut. Die Schwester Verena Greichen ist wiederum verheiratet mit Habecks zweiten Staatssekretär Michael Kellner. Ganz neu kommt hinzu, der neue Chef der deutschen Energieagentur Michael Schäfer war der Trauzeuge von Wirtschaftssekretär Patrick Greichen. Greichen habe Habeck zu Wochenbeginn darüber informiert, erklärt das Wirtschaftsministerium. Und weiter. Mithin kann der Anschein einer möglichen Befangenheit nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Minister bat daraufhin unmittelbar zu Wochenbeginn um interne Prüfung. Das Auswahlverfahren wird also geprüft, womöglich wird der Posten neu besetzt. Den Vorwurf der Vetternwirtschaft will aber keine der Ampelparteien stehen lassen. Die FDP feuert zurück in Richtung Opposition. Wenn man keine Inhalte wohl mehr findet, über die man sich beschweren kann, dann geht man eben ins Privatleben der Menschen. Anders lässt sich diese politische Instrumentalisierung kaum erklären. Aber nochmal, wir werden dem natürlich nachgehen und werden es auch aufklären im Sinne der Transparenz. Bundeswirtschaftsminister Habeck verteidigt unterdessen seinen Staatssekretär. Der FAZ sagt er, ohne Patrick Greichens konsequente Art wäre Deutschland heute in einer schweren Wirtschaftskrise.